Ein alter Bekannter auf der Rudi Völler Sportanlage, Alessandro Fröb. Herzlich willkommen, liebe Fans und Freunde von Türkgücü Hanau, zu unserem 15. Spiel in dieser Saison. Schiedsrichter der Partie Yannick Diebel, der Gegner heute die Mannen von Trainer Şahin Aslanergül und zwar Germania Groß-Kotzenburg. Die Mannschaft wollte es heute zeigen. Nach der Niederlage in Dörnigheim sollten heute 3 Punkte her. Allerdings haben die Groß-Kotzenburger einen Lauf aktuell. 5 Sieger aus den letzten 6 Spielen. Bei uns gab es wieder ein paar Veränderungen. Murat Kalle auf der linken Seite als Verteidiger und Arif Badur heute im defensiven Mittelfeld. Und das war so die erste Chance im Spiel. Tolunay Özelci mit der Ecke und Ramazan Türkyılmaz mit dem Kopfball. Und wir sehen es hier schon, Yusuf Efil und Arif Badur waren sehr aktiv im Mittelfeld. Und von der rechten Seite kam immer wieder Ono Bulut. Hier ein Eckball, der Ball kommt durch und Ramazan Türkyılmaz mit dem 1:0. Was für ein toller Start. Und Yasin İdrisu, Alter, zum Jubeln. Und wir sehen es hier nochmal, alle verpassen, aber Ramazan Türkyılmaz passt auf und macht das 1:0. Ein richtig starker Beginn für unsere Jungs. Und jetzt wollte man natürlich nachlegen, Ono Bulut mit der Flanke und Tolunay Özelci. Also man sah schon direkt in den Anfangsminuten. Und Groß-Kotzenburg von der linken Seite. Alessandro Fröb bringt den Ball rein. Aber Erwin Schiemer klärt. Und dann nochmal. Und hier sehen wir es, die Härte von Arif Badur. Da kassierte er die gelbe Karte. Und Tupac war auch dabei. Dann Erwin Şima mit einem langen Ball auf Volkan Sungun. Und Volkan dirigierte, zeigte sofort die Richtung an. Hier Petrovic von der rechten Seite. Und Halil Korkmaz hatte das 2:0 auf dem Fuß. Dann Tolunay mit einem Freistoß. Jetzt eine kuriose Szene. Ein langer Ball hier nach vorne, kein Abseits. Und Lukas Juling hat die Chance. Und er macht diesen Treffer nicht. Auf der anderen Seite Arif Badur, dann Halil Korkmaz bringt den Ball rein. Und Onur Bulut, dann wird abgewehrt. Und Arif Badur dann beim nächsten Freistoß. Ja, und wenn 2 Kanten sich treffen, endet das nie gut. Ramazan Türkyılmaz und Marius Ragaman. Und Türkyılmaz sieht da gelb. Ja, und Nazmi Abi gibt hier ein paar Tipps an Halil Korkmaz. Die zweite Hälfte. Und wir starteten wieder ganz stark. Wir sehen es hier, die Mannschaft war motiviert. Hier pressen wir. Und Fröb schießt den Ball ins Aus. Aber die Ecke brachte nichts ein.
Immer wieder bei Germania Großkrotzenburg Alessandro Fröb. Hier ein toller Pass, aber der Schiedsrichter pfiff auf Abseits. Tolunais Ball hier. Keine Gefahr für Janel Tekinal im Tor der Blauen. Und hier setzt sich Fröb durch und vergibt. Das war kein Foul. Auf der anderen Seite jetzt Halil Korkmaz. Ein toller Ball auf Murat Kale und Tolunay Özelci vergibt. Das waren so die auffälligsten Spieler. Dann ging Arif Badur raus und für ihn kam in die Partie Selçuk Çınar. Diesmal wählen wir die türkische Variante. Und Çınar hatte auch sofort seine erste Gelegenheit. Hier verstolpert Halil den Ball. Erwin Şima kann hier im letzten Moment klären. Und Selçuk Çınar wieder mit einem Zauberball auf Tolunay. Jetzt wurde es brenzlig für die Gäste. Schiedsrichter Yannick Diebel zeigte die rote Karte. Ja, und der Keeper verstand die Welt nicht mehr. Hoffentlich hat er sich bei dieser Szene hier nicht verletzt. Ja, das war laut. Und für ihn kam Felix Richter in die Partie. Und das wollte natürlich Volkan Zungun direkt nutzen. Und auch hier wieder Volkan Zungun stört und Selçuk Çınar wird da gefoult. Aber Schiedsrichter sagt, weiterspielen. Und hier ein toller Ballgewinn von Ramazan Türkilmaz. Setzt hier Selçuk Çınar ein. Dann Murat Kale. Nochmal Selçuk Çınar. Aber er setzt hier nach. Und auch mittlerweile in der Partie Kubilay Çetin. Dann Volkan Zungun auf Çetin. Und den muss er doch eigentlich machen. Und Felix Richter kann sich direkt auszeichnen. Hier ein Ball auf Fröb. Er legt auf für Sanioğlu. Und was war denn da los? In Unterzahl. Das 1:1. Das war natürlich sehr überraschend. Burak Tok kann da nichts mehr machen. Mit 10 Mann schaffen die Gäste das 1:1. Und plötzlich wollten sie dann auch noch die 3 Punkte entführen. Halil Korkmaz hier mit dem Weitschuss und erneut Felix Richter. Ja, diesen Schuss hatten schon einige im Tor gesehen. Immer wieder Fröb, Fröb, Fröb. Er hat nichts verlernt. Und dann Sanioğlu bringt den Ball rein, erneut Fröb. Aber die Abwehr kann klären. Dann nochmal eine Ecke für die Gäste. Und ja, erneut Fröb. Dann wird der Schuss hier abgefälscht. Jetzt war nicht mehr viel zu spielen. Selçuk Çınar auf die linke Seite. Tolunay. I believe I can fly. Aber es ging weiter. 92. Minute. Yusuf Efil kann hier sich zweimal den Ball erkämpfen. Dann Halil Korkmaz auf Tolunay. Er bringt den Ball rein und boom, boom, Sungun. 92. Minute. Was war passiert? Das 2:1. Und Sungun sagte, Ruhe, Leute. Wir können es doch. Es gab viele Stimmen
von Kritikern und Volkan Zungun sagt, wir können es einfach, und das war das 2:1 in der 92. Minute. Dann war auch Schluss. Wir gewinnen die Partie mit 2:1.